Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Im letzten Part haben wir ein bisschen so rumgesprochen, so haben wir wirklich viel gemacht. Geht die Sonne auf oder unter? Alter Freundchen, ne? Gehst du unter, ne? Ich komm da lang. Ach, die geht unter. Ja, in diesem Part möchte ich allerdings ein bisschen Fortschritt haben. Ich habe mir auch schon sehr gut ausgedacht, was wir da machen könnten. Und zwar, ja, werden wir erstmal schlafen gehen. Es ist, glaube ich, das Beste, was wir tun können. Insofern, ja, ratzen wir erstmal eine Runde. Es ist natürlich wieder Sonntag und natürlich ist Sonntag Aufnahmetag und daran führt kein Weg vorbei. Auch wenn ich gestern total faul war, aber es ist immer noch super. So, wir haben gerade mal die Musik angepasst. The Path of the Goblin King. Wunderbares Lied, wunderbares Stück, auch von immer noch von unserem wunderbaren Kevin MacLeod. So, wir sind jetzt auch hier schon im Patch 1.2. Ein ganz verrückter Patch, denn, naja, also jetzt können Zombies tatsächlich Türen einschlagen. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Peaceful, easy. Wir haben mal auf easy so. Das gerade so auf peaceful und, genau, alle Achievements. Also, pass auf, ich habe das jetzt folgendermaßen gemacht. Ich habe Minecraft auf meinem PC, auf meinem Aufnahme-PC nochmal neu installiert, also komplett neu. Und es hat sich herausgestellt, dass mein Minecraft-Launcher einfach total veraltet war, aber ich halt immer die Daten von meinem normalen Minecraft rüber kopiert habe. Also von meinem Computer, wo ich halt Internet hatte. Ist ja mittlerweile auch alles anders. Ist ja mittlerweile alles ganz verrückt. So, jedenfalls habe ich die einfach mal rüber kopiert. Und ja, so wie es aussieht, war mein Launcher einfach veraltet und konnte deswegen keine Verbindung zum Minecraft-Server herstellen. Und deswegen, Dings. Hatte ich keine Internetverbindung auf diesem Minecraft, was mich ja immer so verwundert hat. Das war dann die Lösung dazu und jetzt bin ich sehr begeistert, denn jetzt habe ich auch meinen Skin wieder und jetzt gibt es keine merkwürdigen Gerüchte, dass ich mir das hier alles nur erhackt hätte. Hier, warte mal ganz kurz. Warte mal, E? Nee, I. So. Da, ich habe meinen Skin. So, ist jetzt eigentlich alles voller Rüstung, aber theoretisch habe ich meinen Skin. So, also hört mal auf mit den ganz merkwürdigen Gerüchten hier. Sowas finde ich einfach nur merkwürdig und... Ach, muss keine Gerüchte haben. So, wir bauen das hier nochmal ganz kurz ab. Dann, naja, ich habe mir natürlich keinen Platz im Inventar gemacht. Ich bin ja so... Ich bin ja zum Glück ein höchst intelligenter Mensch. Ich bin so intelligent, dass, kann das nicht darauf? Warum kann das denn nicht darauf? Das ist ja merkwürdig. Warte mal. Hau mal die blöden Schneebälle raus. Die nerven mich sowieso. So, und wir machen die Musik mal ein bisschen leiser, auch wenn sie sehr schön ist. Und ich glaube, ja genau, Sound ist 100%. Musik kann hier mal... Ach, das war die Minecraft-Musik. Ach Mensch. So. Dann machen wir es mal so. Verdammt. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie die Minecraft-Musik sich anhört. Meine Fresse. Ach du Scheiße. Naja. Das war also die Minecraft-Musik. Das ist nicht schlecht. Da, that's some bread. So. Jetzt werden wir hier mal so mit Holz lang basteln. Langklamüsern. Ich sagte da oben lang. Alter, ist doch nicht wahr heute Morgen, oder? So. Ist ja nicht so, als wäre ich schon 2 Stunden wach. Scheiße. So. Alter, glaubt nicht, wie müde ich andauernd bin. Entweder bin ich ganz, ganz schlimm krank, was ich nicht hoffen will, oder ich bin einfach wirklich die ganze Zeit zu müde vom Studium. Und das ist jetzt kein Spruch, das ist wirklich so. Also irgendwie mache ich viel. So. Jetzt werden wir uns hier aber weiter mit dem Path of the Goblin King. Of the Goblin King werden wir uns hier lang... Aber... Wo kommt das Schaf her? Egal. Wenn wir uns hier lang arbeiten, um mal hier ein bisschen vorbeizukommen an der Seite. Und dann den Weg weiter auszubauen zu unserer... zu dem, was wir da halt schon fertig gemacht haben. Was ist denn hier los? So. Zu dem, was wir hier schon fertig gemacht haben, ne? Übrigens kann ich jetzt theoretisch... Auch jetzt ist es wieder zu laut. Mann. Jetzt kann ich hier theoretisch auch, online spielen mit. Also theoretisch. Ich habe ja schon wieder ein paar Anfragen gekriegt wegen Let's Play Together und so. Wie gesagt, das wird erstmal immer noch nix wegen Zeit. Ich habe einfach keine Zeit dazu und ich habe wirklich beinahe Mühe und Not, hier meine Sachen fertig zu kriegen. Und ich will erstmal irgendwie nicht so viele Verpflichtungen eingehen. Schaf, hau ab. Ich will dir nicht wehtun, also hau ab. Genau, und so ein Let's Play Together ist halt natürlich immer eine Verpflichtung.
Weil dann halt ist, ja, Mike, hast du jetzt Zeit oder hast du jetzt keine Zeit? Mike, warum hast du schon wieder keine Zeit? Das ist ja voll scheiße, du hast zugestimmt. Darauf habe ich im Moment keine Lust. Deswegen, ja, mache ich jetzt mal keine Let's Play Togethers. Mit Simon ist das was anderes. Mit Simon unterhalte ich mich sowieso die ganze Zeit. Deswegen ist der da von der Regelung erstmal ein bisschen entfernt. Mit dem mache ich sowieso extrem viel. Ne? Da muss man auch nicht böse sein. Ich hatte schon wieder so ein paar Freunde, die meinten, sie hätten ein Anrecht darauf, mit mir ein LP Together zu machen und wurden sehr wütend und böse. Als ich dann gesagt habe, nee, du, tut mir leid, ich habe keine Zeit, das geht nicht. Du hast doch auch so viel Zeit, deine Sachen aufzunehmen. Ja, richtig, ich habe Zeit, meine Sachen aufzunehmen. Hast du doch auch immer Zeit, mit den kleineren Let's Playern was zu machen. Und es hat nichts damit zu tun, ob ihr klein oder groß seid. Ich habe einfach keine Zeit für sowas, wirklich nicht. Deswegen, also da, weiß nicht, mir dann davor zu werfen, ich würde da irgendwie kleine Let's Player auszubremsen, das ist überhaupt der Hammer, ne? Ja, du bremst kleine Let's Player aus, du musst dich auch um die Kleinen kümmern. So, jetzt zu dem Thema möchte ich mal was sagen. Ich wurde niemals gefördert. Ich wurde erst von Solevitum gefördert. So, als ich nämlich 50 und er 100 Abonnenten hatte. Mehr ist bei mir nie... Hallo? Funktioniert meine Tastatur gerade wieder nicht? Mann. Das ist diese Funktastatur. So. Soll die wieder funktionieren? Jetzt. 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 Okay. Jetzt funktioniert sie wieder. Gut. Ja. Und, diesen Vorwurf finde ich toll. So, wir nehmen jetzt erstmal diese Zäune hier mit. 20 Stück werden erstmal reichen. Die nehmen wir... Alter. Funktioniert das jetzt mit dem Klick nicht mehr? Merkwürdig. Jetzt doch. Ach so, mein Inventar war voll, deswegen funktioniert das nicht. Alter, können wir die ganze Scheiße einfach mal rausholen? Da, danke. Bone Meal und so, ey. Der interessierten Toten interessiert er doch. So, jetzt werden wir hier den Zaun installieren. Alter, ich muss ganz dringend mal meine Scheiße ins Inventar ablegen. So. So. Dann haben wir auch ein kleines Zäunchen, dann fallen wir hier nicht immer runter. Ist es denn Mike sicher? Muss ich auch immer ganz vorsichtig drauf achten. Haben meine Eltern auch früher immer drauf geachtet, dass meine Spielzeuge auch Mike-sicher sind. Also kindersicher ist schön und gut, aber sie mussten halt auch Mike-sicher sein. Ansonsten, ne, war ganz schwierig mit mir. Ich war ein ganz schwieriges Kind. Vor allem wurden meine Eltern auch andauernd in den Kindergarten bestellt, weil ich halt immer so ein merkwürdiges Kind war. Ich war halt nicht wie die anderen Kinder. Zum Beispiel war da so eine Geschichte, weiß nicht, alle Kinder sind dann barfuß durch den Modder gegangen und ich kann absolut nicht barfuß laufen, also es geht überhaupt nicht. Und, dann habe ich mich halt geweigert, durch den Modder zu gehen. Ne? Und wurden meine Eltern... Also ich habe mich halt wirklich vehement geweigert. Ich wollte das nicht. So, und das fanden die Erzieher natürlich gar nicht witzig, weil halt ein Kind mit freiem Willen und so. Naja, haben sie meine Eltern erstmal in den Kindergarten bestellt. Ihr Kind läuft nicht durch den Modder. Wie, mein Kind läuft nicht durch den Modder? Ja, wir hatten heute so eine Übung für die Kognitivitätsübung des Kindes oder so. Keine Ahnung, was das war. Es ist ganz wichtig für die Entwicklung ihres Kindes, dass ihr Kind durch den Modder läuft. Ja, und wenn mein Kind das halt nicht will? Ja, aber es ist wichtig für die Entwicklung. Ja, also wie ihr vielleicht merkt, ich bin nicht durch den Modder gelaufen und aus mir ist irgendwie doch was geworden. So, gerade so eben. Nee, das fand ich immer... Aber halt wirklich andauernd solche Geschichten, ne? Ich wollte im Sportunterricht, wir mussten da von der Tribüne, also wirklich hoch, naja, so hoch nur auch wieder nicht, aber halt für meine Verhältnisse damals, ich hatte ein bisschen Höhenangst und da war das schon hoch, da waren irgendwie so 1 Meter oder 2 Meter, sagen wir einfach mal, zwischen auf eine Matte springen. Kein Problem. Sage ich ja heute auch, das ist nicht so das Problem, dass man da jetzt runterhüpft. Aber für mich war das halt schrecklich hoch, ich hatte da wirklich Angst. So, und ja, meine Eltern wurden also in die Schule bestellt. Und dann, ihr Kind möchte nicht von der Tribüne springen. Bitte? Ja, ihr Kind möchte nicht von der Tribüne springen. Das war heute eine Übung im Sportunterricht. Und ihr Kind hat sich vehement geweigert, hat eine Leistungsverweigerung. Ich muss das mit ungenügend bewerten. In der Grundschule muss das mit ungenügend bewerten, dass ihr Kind da nicht von der Tribüne runtergesprungen ist. Meine Mutter so total baff. Also, sie haben meinem Kind gesagt, es soll von einer Tribüne runterspringen, auf eine Matte. Ja, ganz genau. Ja, finde ich aber gut, dass sie mich da geholt haben, ne? Ja, finde ich nämlich auch. Ja, dann weiß ich nämlich, dass ich was richtig gemacht habe in meiner Erziehung. Bitte? Ja, wie soll mein Kind denn bitte unterscheiden, dass da jetzt eine Matte liegt und beim nächsten Mal liegt da keine Matte und springt trotzdem? Ja, sowas einfach. Weißt du, so dieses...
diese Pädagogen-Scheiße, denn ja, da habe ich mir jetzt was ausgedacht und das ist ganz wichtig für die Entwicklung des Kindes. Ey, so eine blöde Scheiße einfach. Das ist wichtig für die Entwicklung des Kindes. Bullshit. Wieso war es denn jetzt wichtig für meine Entwicklung, dass ich diese verdammte Tribüne runterspringe? Ey, ich hab's nicht gemacht und es war super. Naja. So eine Kacke eben. Meine Eltern hatten damit andauernd zu tun, wirklich. Und ich war einfach kein ruhiges Kind. Also, was das angeht, war ich halt wirklich ganz schlimm. Meine Eltern hatten halt immer irgendwelche Probleme. Habe ich auch Gravel dabei? Nein. Naja, macht nichts. Oh, warte mal, dieser Baum fragt ja geradezu nach einer Stutzung. So, dieser Weg ist erstmal soweit fertig. Das muss gleich weg. Aber ich habe gerade keine Spitzhacke dabei. Ich schlaues Ding, ich. So. Ja, dann weiß ich auch schon, wo wir das nächste Gebäude bauen. Das kommt nämlich ein bisschen außerhalb. Das muss auch mal sein. Ja, also wirklich. Ihr könnt mir auch übrigens gerne eure Kindheitserinnerungen in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer wirklich über jeden Kommentar. Es sei denn, natürlich ist es so, Mike, Mike, sowas halt, ne? Ihr könnt das ja. Ja, ihr seid alle da, ihr seid alle da. So, gut, Leute. Aber das war auch wieder ein sehr erfolgreicher Part von Let's Play Minecraft. Schön, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Part wieder dabei seid. Ja, und bis dahin sage ich Tüdelü und tschüss.